Einen schönen guten Morgen oder fast schon Mahlzeit, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFT Live Trading TV. Am Mittwoch, 5.8.11.30 Uhr. Wir schauen auf den DAX, der sich hier sehr, sehr gut in den Markt einfindet, sozusagen. Wir haben hier schon deutlich über 1% Zuwachs. Wir sehen auch hier an der Indikation, dass der Markt hier sehr, sehr sauber nach oben schoss und hat sich hier sozusagen auch an den Fahrplan gehalten, die 11.500 anzuvisieren. Wenngleich hier ein gestern schon eine Attacke möglich gewesen wäre, dann Rücklauf in Richtung hier dieser Horizontalebene bei rund 4.440 Punkten, um dann eben den Ausbruch zu starten. Das geschah nicht. Wir sind gestern vielmehr seitwärts oszilliert mit einem Tagesgewinn von 0,1%. Das ist alles sehr übersichtlich gewesen. Umso besser, dass der DAX dann heute hier direkt noch einen oben drauf setzt und hier jetzt die Performance weiter ausbaut. Wir haben auch hier die Möglichkeit, in der 24-Stunden-Indikation jetzt schon einen Aufwärtstrend zu skizzieren. Hier erlauben wir uns auch schon mal an der oberen Kante des letzten Bewegungshochs sozusagen einen Trendkanal-Oberbereich einzuzeichnen. Noch nicht manifestiert, wie gesagt, mit diesem kleinen winzigen Auflagepunkt und dieser Zone hier von Auflagepunkten ist das definitiv noch nicht relevant, die Linie, aber zumindest ein Anhaltspunkt, wohin die Reise kurzfristig noch gehen könnte. Der DAX selber jetzt sollte sich hier oberhalb von 11.500 Punkten festigen, um weiter direkt ansteigen zu können. Also Pullbacks in diese Richtung wären jetzt undramatisch. Unterhalb von 11.5 kann es hier hingegen nochmal in Richtung 11.440 und 11.400 zurückgehen. Diese Option muss man definitiv im Kopf haben. Und insofern ist jetzt hier erstmal abzuwarten, was passiert im Bereich 11.600. Da stehen wir nämlich jetzt, Sie sehen es, unmittelbar davor. Hier eine kleine Price Action Zone um 11.600. Das ist auch, wie gesagt, eine runde Hausnummer. Also insofern durchaus mal ein Level, wo der DAX jetzt verschnaufen könnte, wenn er denn überhaupt bis dorthin jetzt dringt. Wir sehen aktuell, die Stundenkerze zur Mittagszeit ist schon leicht rückläufig. Insofern wäre es jetzt keine Überraschung, wenn der DAX jetzt ein Stück weit nach unten sich orientiert. Moment, das machen wir ein bisschen. Um dann letztlich doch noch hier Richtung 11.685, 11.700 anzuziehen. Also DAX bleibt hier weiter im Flow, im Aufwärtsflow. Negativ, wie gesagt, alles erst, wenn es hier unter 11.5 ginge. Selbst das wäre noch nicht mal wirklich so negativ. Es kann auch hier, gehen wir ein Stück weiter runter, hier zu einer Art Pullback kommen. Hoppala. So, jetzt sind wir wieder da. Zu einer Art Pullback kommen. Und Bild wieder groß machen. So. Den nur das mal hier mit einem gestrichelten Pfeil aus. Könnte durchaus sein, wäre jetzt aber aktuell nicht das präferierte Szenario. Es dürfte sich eher oberhalb hier von 11.5 sozusagen eine Konsolidierung abspielen, die den Index dann weiter raufführt. Aber das zumindest wäre mal hier eine Variante für den DAX. Also Sie sehen, er bleibt weiter bullisch ausgerichtet. Das Setup insofern hier weiter sauber intakt. Und jetzt gehen wir mal hier auf die Wochentagsstatistik, die hier sehr schön zeigt, dass wir, das war der Goldpreis, schwupp, dass wir hier am Mittwoch leicht positiv sind und insbesondere dann am Donnerstag hier schön durchzustarten mit einem schönen Zuwachs von einer schönen Zuwachsrate von 66% positiver Schlusspreise. Also heute könnten im Prinzip die Vorschusslorbeeren auf morgen erfolgen. Und wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, was der DAX auf Tagesbasis macht, dann wird die aktuelle Tageskerze sehr, sehr mächtig, sehr, sehr eindrucksvoll. Das weist auch darauf hin, dass die Range schon relativ erschöpft ist. Aber auch hier sehr schön. Wir haben gestern hier die obere Trendlinie erreicht auf Tagesbasis. Pullback fand gar nicht so tief statt. Jetzt sind wir aber viel mehr drauf und dran, eben hier das Level von 11.685, 11.700 anzusteuern. Und das scheint hier die nächste relativ wahrscheinliche Zielzone zu sein, die der Index jetzt sozusagen anstreben sollte. Leichte Rücksetzer würden oder sollten es nicht überraschen. Spätestens morgen, gerade an dem bullischen Tag der Handelswoche, müsste man dann hier definitiv mit einem Anstieg in diese Richtung rechnen. Wie gesagt, leicht tiefere Rücksätze wären denkbar, sind aber aktuell nicht zu präferieren. Unterhalb von 11.5, hier auf Tagesbasis mache ich das noch ein Stück weit mit blauer Linie, wäre eben hier die 11.4 möglich. Muss aber wie gesagt nicht sein und direkt auf Tagesbasis der Bias eh erst negativ, wenn wir hier unter 11.3 drunter gehen, also unten hier wieder das Niveau von 11.3 unterschreiten, dann wäre der Index auf der Südseite zu favorieren. Ansonsten alles so long. Der Markt scheint hier weiter optimistisch zu sein und dafür spricht in jedem Falle die aktuelle Bewegungsdynamik. Wochentag haben wir gerade schon besprochen, sehen wir hier. Was nicht ins Bild passt, das ist auch keine Überraschung für den regelmäßigen Zuschauer, ist die Saisonalität.
Die blickt hier generell nach unten mit Blick auf die nächsten 20 Tage, aber hier dominiert natürlich die Price Action und hier die aktuellen Geschehnisse. Und das heißt, wenn der Goldpreis sich hier weiter behauptet, insbesondere der Trendlinienbruch, den ich auf Stundenbasis noch gar nicht drin habe, ist aber hier signifikant und das dürfte schon weiteres Potenzial auf der Nordseite versprechen. Also mal Obacht geben, DAX scheint mir hier nach wie vor noch nicht fertig und weiter im Aufwind, sieht also sehr bullisch aus. Insofern mal abwarten, was passiert. Wenn Action am Nachmittag noch kommt, dann schalten wir uns natürlich auch zum DAX nochmal. Ansonsten gibt es ohnehin die US-Märkte nochmal in der Beschau. Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Mittagslunch und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.